nicht zu sehen, dass ich hier irgendjemand ans Bein pingeln möchte, sondern ich möchte dir lediglich helfen, künftig leichter Entscheidungen zu fällen. Und deswegen schaue ich mir als Profi einfach mal an, weil viele Sachen, die eben erzählt werden, die sind mathematisch logisch, aber eben nicht psychologisch, steckt sogar im Namen auch drin. Also nicht alles, was du irgendwo mit Geld erklären kannst, also mit Zinsen und wie auch immer erklären kannst, mit Logik, macht im wahren Leben Sinn. Beispielsweise wiegt mal Lebensqualität in Geld auf. Ja? Also zum Beispiel ein Haus in der Pampa wird dir mal als schlecht dargestellt, kann dir aber Lebensqualität bringen. Also kann das auch sein, dass es für dich gut ist, obwohl es mathematisch keinen Sinn macht. Okay? Also deswegen solche Reaktionsvideos. Ich rede hier einfach mal frei weg von der Leber. Ich habe mir auch ein Wein eingeschenkt. Warum? In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Also dann kann die Wahrheit jetzt ans Licht. Jetzt, wo du weißt, wo du dich auf der Karte befindest, geht es im nächsten Schritt darum, deine finanzielle Situation aufzuräumen. Analysiere alle Verträge und kündige diejenigen, die du nicht mehr brauchst. Vielleicht einen zu teuren Handyvertrag, eine Lebensversicherung, die nicht mehr rentabel ist, oder hast du dir überhaupt mal Gedanken gemacht, ob der Riester-Vertrag sich für dich überhaupt gelohnt hat? Hier musst du tief in die Materie einsteigen und für dich durchrechnen. Zack. Das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Aussage, was soll ich hier als Laie, also wir reden ja hier von Laien, was soll ich mit dieser Botschaft anfangen? Wer kann schon ermessen, ob jetzt zum Beispiel eine Riester wirklich rentabel ist? Erst recht, wenn du jetzt vielleicht am Anfang noch irgendwelche Gebühren bezahlt hast und natürlich mit so einem unterschwelligen Ton impliziert das ja gleich, hey, da gibt es draußen unter Umständen einen bösen Vertreter, der dich jetzt über den Tisch gezogen hat mit deiner Riester, wie auch immer. Es gibt genug, wo die Riester aufgrund der Zulagen rentabel ist. Es gibt aber auch genug Riester, die nicht rentabel sind. Aber du brauchst einen Profi. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn damit? Jetzt gehe ich zu meinem Berater meines Vertrauens, der mir vielleicht den Vertrag verkauft hat. Ja, sagt er mir, dass der Vertrag vielleicht doch nicht so gut ist, das wird er nicht machen. Gehe ich zu einem anderen Berater, wird er bestimmt auch nicht sagen, hey, das ist ein ganz toller Vertrag, was du da hast, sondern der wird versuchen, mir das Ding madig zu machen, um sein Produkt zu platzieren. Also du bist da in der Zwickmühle, kannst wählen zwischen Pest und Cholera. Ich bin der Meinung, dass du mit so einer Aussage jetzt wenig anfangen kannst. Besser so eine Geschichte, wie er sagt, mit dem Handyvertrag, also dass ich solche Sachen mal überdenke. Natürlich. Weil Kleinvieh macht auch Mist, ja, nicht unbedingt immer, aber manchmal macht Kleinvieh auch Mist, aber zum Beispiel ungenutzte Clubmitgliedschaften. Aber ich muss mir auch bewusst sein, dass Aufräumen bedeutet, dass die meiste Kohle verbrenne ich mit falschen Haushalten, weil mir das Geld wie Sand durch die Hände rinnt, ja, weil Leute einfach Geld ausgeben, was sie eigentlich nicht ausgeben sollten. Aber gut, wir sind erst am Anfang. Zahlst du zum Beispiel Kontoführungsgebühren bei deiner Bank, was heutzutage total unnötig ist, weil es kostenlose Online-Bankenangebote gibt? Ja, ganz kurz, sorry, also jetzt kann man fragen, du kannst alle Banken in den Sack stecken, draufhauen und triffst keine falsche. Aber hey, Kreditinstitute müssen ja auch Geld verdienen. Sie geben uns schließlich ja auch einen Service. Darf man auch mal drüber nachdenken. Niemand mag um seinen Lohn feilschen. Auch du möchtest für deine Arbeit bezahlt werden. Und die Frage ist, wenn Online-Banken kein Geld verlangen, dann müssen sie mir in irgendeinem Upsell, so nennt man das, also in irgendeinem Weiterverkauf, mir irgendwas anderes ja verkaufen. Sonst sind die ja nicht rentabel. Ja, also kann man sich auch drüber nachdenken, ob das, was ich als Lohn bezahle für den Service, den ich kriege, wenn ich einen Service kriege, ob mir das nicht einfach, ganz ehrlich, nicht an den Arsch gebacken ist. Also wenn ich sage, kostet 5,99 €, macht mich doch nicht ärmer. Da muss ich eher an meinem Wohlstandsbewusstsein arbeiten, sondern sage, okay, liebe Bank, wenn du mir was dafür gibst, das ist die Bedingung. Ich will das dafür haben, einen Service dafür haben. Aber gut, kann man sich drüber streiten. Solange es die Option gibt, das kostenlos zu kriegen, ja, kann das sogar Sinn machen. Oder hast du vielleicht noch irgendwelche Investmentleichen im Keller liegen? Wertpapiere, in die du vor langer Zeit investiert hast, die aber große Verluste haben, die du aber noch nicht traust, loszuwerden, verkauf diese einfach. Ist ja auch lustig, aber wir reden hier von Leuten mit Grundlagen, mit Finanzgrundlagen, also die noch erst am Anfang stehen, sich damit beginnen oder damit beginnen, sich damit vertraut zu machen. Ob die dann Wertpapiere haben und ob die vor allen Dingen dann Wertpapierverkäufe einschätzen können, wenn sie vielleicht jetzt gerade niedrig sind in der Corona-Krise. Also was machst du mit solchen Informationen als Laie? Ja? Woran erkenne ich, ob mein Fonds gut ist oder nicht? Natürlich kann ich ein Benchmarking machen, ich kann gucken, wie der im Vergleich zu anderen ist, aber dazu muss ich ja den Vergleich auch einschätzen können, weil kann ja sein, dass der eine Garantien drin hat, die ich vielleicht sogar wollte. Ja? Also okay, also kann man sich drüber streiten. Also für einen Laien schwer, das ist für manche Profis schon schwer einzuschätzen, welches Wertpapier ist denn das Richtige und wenn ich jetzt verkaufe, ist das denn der richtige Zeitpunkt? Ja. Diese Aufräumphase kann sicherlich etwas Zeit dauern. Ja. Das Ziel davon sollte es aber sein, dass du kein Papier mehr in deinem Finanzordner rumfliegen hast, von dem du nicht genau weißt, um was es sich handelt und ob es rentabel ist oder doch gekündigt werden sollte. Also auch da ist natürlich ein Punkt, ich sollte wissen, da hat er vollkommen recht, dass ich wissen muss, also ich soll vertraut sein mit dem, was ich habe. Also kauf nur das, was du verstehst, da hat er vollkommen recht. Aber eben die Entscheidung zu kündigen, das Ding ist ja auch, er haftet ja nicht für diese Aussage. Das muss man natürlich auch wissen. Ich habe ihn nicht mit dem Boot, wenn ich irgendeinen Fehler mache. Ja?
Ja, deswegen mag ich solche pauschalen Aussagen nicht. Im nächsten, nämlich im dritten Schritt, geht es darum, dein Ziel festzulegen. Du weißt jetzt, wo du dich auf deiner Karte befindest, du hast um dich herum aufgeräumt. Jetzt musst du festlegen, wo du denn auf dieser Karte hinwandern möchtest, also deine finanziellen Ziele festlegen. Ja. Finanzielle Ziele können zum Beispiel sein, deine Rentenlücke aufbessern. Das bedeutet, Geld fürs Alter zurückzulegen, Geld auf die Seite zu legen, um das Studium deiner Kinder zu finanzieren oder einfach ein Wertpapierportfolio aufzubauen, was dir ein passives Einkommen zum Beispiel über Dividenden beschert. Am besten teilst du deine Ziele auf in zum Beispiel kurzfristig, mittelfristig und langfristige Ziele. Kurzfristige Ziele können zum Beispiel sein, sparen für einen neuen Computer, sparen für einen Urlaub. Das ist auch so ein Ding. Schau mal, die meisten Leute funktionieren nicht mit dem Thema Ziel, ja, weil es entweder zu weit weg ist oder weil es eben in dem Fall, wie hier, nehmen wir mal den Laptop, kein Ziel ist, sondern vielleicht eher ein Wunsch. Weil ein Ziel heißt normalerweise per Definition ja, dass es terminiert ist, dass es ganz konkret ist und dass ich bereit bin, dafür mir den Arsch aufzureißen. Und das ist eben meistens nicht gegeben. Dann sagen sie, naja, wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. Und damit, was bringt das? Ich bin eher ein Fan davon, implementiere bei dir ein Konstrukt, was die Masse an Geld abwirft. Also was die Masse, was du sparen kannst, abwirft. Ja? Weil dann hast du eh genug Knete. Und dann belohnst du dich lieber, wenn du sagst, du hast ein Sparziel erreicht von 10.000 Euro, dann belohnst du dich. Hast du 20.000, belohnst du dich wieder. Damit komme ich doch auch vorwärts. Aber laufe nicht Gefahr, dass ich unter Umständen einem Ziel hinterher renne, ja, weil ich beispielsweise sage, okay, ich habe jetzt da eine Million, das ist so weit weg, da kannst du mal einen Zinseszinsrechner eingeben, wie lange du brauchst, wie viel du sparen musst, was für die meisten utopisch ist, um überhaupt da so eine Summe von finanzieller Freiheit oder selbst eine halbe Million erreichen zu können. Das kannst du vergessen. Und deswegen bin ich da eben kein Fan davon, weil dadurch, dass das so weit weg erscheint, kann das auch eher zu Frust führen, also eher dazu führen, dass ich aufgebe. Mittelfristige Ziele, die Ausbildung der Kinder oder einen gewissen Depotstand X erreichen, langfristige Ziele, die finanzielle Freiheit oder der Rentenaufbau. Um deine finanziellen Ziele zu erreichen, brauchst du ebenfalls wie auf der Karte eine klar definierte Route. In der Finanzwelt nennen wir das einfach einen Finanzplan. Das bedeutet, du musst festlegen, wie viel Geld du monatlich auf die Seite legen musst, um dein finanzielles Ziel zu erreichen. Hierzu gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder nimmst du zunächst dein Einkommen, ziehst hiervon alle Kosten ab, die du so hast und schaust dann, welche Sparrate du hast. Mithilfe dieser Sparrate kannst du dann arbeiten und schauen, ob sie zu deinen Zielen passen. Wenn die Sparrate nicht hoch genug ist, um deine Ziele zu erreichen, musst du entweder deine Ziele runterschrauben oder eine Möglichkeit finden, deine Sparquote hochzufahren. Das geht, indem du einfach mehr verdienst, also dein Einkommen hochschraubst oder weniger ausgibst, das bedeutet, deine Sparquote hochschraubst. Wie du zum Beispiel das Ziel der finanziellen Freiheit genau... So, und jetzt kommt zum Beispiel ein Riesenfehler drin in der Denke. Jetzt musst du dir vorstellen, du rechnest aus und sagst, ich brauche 300.000 Euro, um finanziell frei zu sein. Bloß als Beispiel. Und jetzt legst du deine Sparquote fest. Jetzt sagst du, okay, ich muss 500 Euro sparen, ich brauche den Zielertrag, ja, das leitet sich ja ab, damit ich in dieser Zeit dann das Geld erreiche. Muss natürlich noch die Inflation mitbringen oder mit berücksichtigen, weil das Geld ja die 300.000 weniger wert sind. Ja, will ich klugscheißen, das können dann die Jungs dann weiter nochmal erklären. Das Ding ist aber, wenn jetzt die 600 Euro, wenn das ja mein Ergebnis ist, nachdem ich ja nur meine Fixkosten abgezogen habe, dann passiert nämlich jetzt Folgendes, und da kannst du Gift drauf nehmen, dass du ja immer wieder von dem Geld, was du angespart hast, wieder Geld zurückfließen muss in deinen Haushalt, weil ja deine Fixkosten, die du jetzt berücksichtigst, ja gar nicht alles sind, sondern es werden in Zukunft ja auch Kosten kommen, also Rechnungen, die immer wieder ein Loch in deine Lücken oder in deinen Haushalt reinreißen und dich dazu zwingen, das Geld wieder in den Haushalt zurückfließen zu lassen, also wo du immer wieder an deinen Notgroschen ran musst. Das heißt, das System funktioniert nicht, weil du brauchst nämlich auch noch Budgets, ja, also die Fixkosten, sind ja nicht alles, was du hast, sondern du musst auch einplanen, was kommen kann und was demnach auf jeden Fall kommen wird. Wenn du beispielsweise ein Auto hast, dann geht das kaputt, also muss ich das einplanen. Und damit stimmt schon die Rechnung nicht, ja? Weil das ja für die meisten Leute keine Fixkosten sind. Wenn du Zahlen berechnest, dazu haben wir bereits ein Video produziert, das findest du, wenn du hier oben auf das i klickst oder unten in der Videobeschreibung. Im vierten Schritt geht es jetzt darum, dein Sparen zu automatisieren. Also grundsätzlich mal, gebe ich Ihnen recht, es ist natürlich schon mal hilfreich zu wissen, wie viel ich an finanzieller Freiheit, was ich brauche, also damit ich keiner Illusionen hinterher renne. Es gibt so Leute, die sparen monatlich 200 Euro und dann denken sie, sie haben wirklich was Vernünftiges gemacht, oder Selbstständige haben dann 500 Euro und denken, sie haben dann eine vernünftige Altersvorsorge. Das kannst du vergessen. Also deswegen ist sowas schon mal hilfreich, inflationsbereinigt zu rechnen und zu sagen, okay, ich brauche eigentlich 3.000 Euro beispielsweise als Selbstständiger, alles andere verdient den Namen Altersvorsorge nicht. Das geht ganz getreu nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Viele Menschen sparen das, was am Ende des Monats übrig bleibt, und das ist in der Regel meistens nichts. Deswegen ist es wichtig, dass du dein Sparen automatisierst, und zwar genau dann, an dem Tag, an dem dein Gehalt auf dein Konto überwiesen wird. Okay, das ist der Tipp aus der, ich glaube, der Reichste Mann von Babylon, sehr empfehlenswertes, ganz kleines, lesenswertes Buch. Da geht es darum, zahle dich zuerst, ja, weil du praktisch das nicht dem Zufall überlässt, was am Monatsende übrig bleibt. Ja, das merkt man ja, dass so Mitte des Monats geht so das Kaufverhalten der Leute in Deutschland oder vielleicht auch weltweit zurück. Also da gehen die Umsätze in den Restaurants überall zurück, weil die Leute weniger Geld haben, weil sie eben einfach am Anfang, wenn der Lohn eingeht, gleich die Kohle verballern. Das hat natürlich nichts mit einem Plan zu tun. Also von der Warte, dieser Tipp ist sehr, sehr wertvoll.
Nach Gehaltseingang solltest du das Geld, was du sparen möchtest, direkt auf ein separates Konto überweisen. Auch zu diesem Zwei-Konten-Modell und dem automatisierten Sparen haben wir bereits ein Video produziert, das du ebenfalls in der Videobeschreibung findest. Ja, ich bin auch ein Fan von Zwei-Konten-System, wenn es richtig gemacht ist, also wenn es eben auch die Budgets und alles mit einplant, ansonsten ist auch das zum Scheitern verurteilt. Man denkt zwar immer, das Geld hat das mit harten Fakten und Zahlen zu tun hat, aber auf irgendeine mysteriöse Art und Weise verpufft das Geld dann noch. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich als erstes selbst bezahlst, also zuerst sparst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig dieser Tipp ist. Überweise dein Gespartes auf jeden Fall auf ein separates Konto oder ein separates Depot, dort wo du kein... Ja, das macht natürlich Sinn, aber wie gesagt, bevor ich ein Depot bespare, immer erst Konto oder ein Tagesgeldkonto, weil Liquidität geht über Rentabilität. Einfach einen Zugriff drauf hast. Danach kannst du das Geld, was auf dem Konto bleibt, einfach ohne schlechtes Gewissen bis zum Ende des Monats einfach ausgeben. Denn gespart hast du ja schon. Kommen wir zum fünften Schritt und das ist der Aufbau deines finanziellen... Ja, das ist natürlich der Punkt, wie gesagt, das, was ich angesprochen habe. Das wird so nicht funktionieren, weil das Sparen wird wieder zurückfließen müssen. Das bestätigen mir die meisten, die so ein System haben, was nicht zu Ende gedacht ist. Bevor du an deinen finanziellen Zielen arbeitest oder anfängst... Aber besser, wie gesagt, ein kleiner Schritt als gar keiner, um das auch mal zu relativieren. Es ist natürlich klasse für jeden, der sich überhaupt um seine Finanzen kümmert und überhaupt solche Videos anschaut von Finanzfluss, bevor er irgendeinen anderen Blödsinn von einer Katze in einem Katzenklo anschaut. Um zu investieren, ist es sehr wichtig, dass du einen finanziellen Notgroschen, also ein finanzielles Schutzschild, aufgebaut hast. Sehr das gut. Ist das erste finanzielle Ziel, was du dir stecken solltest. Cash is King, sehr gut. Und es sollte in der Größenordnung zwischen 3 und 4 Netto-Monatsgehältern. Ja, kann man jetzt drüber streiten. Also ich, meine Empfehlung ist immer 6 mal die monatlichen Kosten, Gesamtkosten, ja, also mal 6 für Angestellte und für Unternehmer mal 12. Allerdings wichtig, es gibt auch eine Untergrenze. Mal schauen, was es sagt. Mit diesem Geld wirst du bestimmt nicht reich werden und du wirst auch keine enormen Renditen erzielen. Ist auch gar nicht wichtig, aber das bringt absolute Seelenruhe. Ne? Das ist Ruhe im Geldbeutel bringt Ruhe im Kopf. Ja, wenn du mal genug Cash hast, meistens schadet es ja am fehlenden Cash. Es schützt dich aber davor, in unangenehmen Situationen einen Kredit aufnehmen zu müssen, wenn zum Beispiel etwas Unerwartetes passiert, wie zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine oder ein Auto. Dieses kleine Geldpolster ist auch für dich emotional gesprochen sehr wichtig, weil du einfach zeigst, dass du die Disziplin hast, dir Geld auf die Seite zu legen und du einen finanziellen Puffer hast, der dich einfach... Vor allem siehst du es auch, ne? Du siehst direkt vor Augen, wie viel Geld das du hast. Also das hat auch einen ganz, ganz starken psychologischen Effekt. Abends ruhig schlafen lässt. Herzlichen Glückwunsch, wenn du bis hierher gekommen bist. Du bist also schulden... Okay, also geht er scheinbar jetzt nicht drauf ein. Also der Punkt ist natürlich, dass ich auch eine Untergrenze einhalten muss. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, mach 6-mal dein Monatsnetto. Stell dir mal vor, jemand hat 1.500 Euro, ja, und hat dann 9.000 Euro als Untergrenze. Also ich finde, du solltest Minimum 20.000, weil selbst 20.000 ist ja heutzutage nichts. Also wenn du vermeiden möchtest, dass du irgendwann mal in eine Autokreditfalle reintappen möchtest, dann kannst du mit 20.000 Euro kannst du gerade mal so ein gebrauchtes Auto kaufen, dann geht vielleicht aus lauter Sympathie noch die Geschirrspülmaschine kaputt und dann folgt die Waschmaschine, kennst du der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Wie schnell sind dann 20.000 weg, um zu agieren oder auch um zu reagieren? Also deswegen ganz wichtig, nicht nur immer nach diesen Formeln zu gehen, sondern es muss auch zu dir passen, es muss auch insoweit sagen wir, gefühlsmäßig zu dir passen, dass du sagst, ich brauche 50.000, ja, dann fühle ich mich wohl, dann ist es auch okay. Ja, aber wenn einer sagt, ja, 5.000 reicht mir, das, da würde ich dann lieber hinterfragen, so, nee, mach, ne, wie gesagt, wenn scheitert es am Cash, wenn scheitert es an der Liquidität. Wir brechen hier ab, damit ich eben nicht auch noch Probleme kriege hier mit dem Zitaterecht, aber eben Vorsicht mit pauschalen Aussagen, das ist immer sehr gefährlich, weil die Leute, die solche pauschalen Aussagen bringen, eben auch leider nicht dafür haften. Ja, aber lange Rede, gar keinen Sinn, man soll sein Thema erschöpfen, nicht seine Zuhörer. Also ab hier liegt es an dir, herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Dein Michael, ciao, ciao.